Die Bad Wildungen Vipers waren ganz dicht dran an einer faustdicken Überraschung. Im Achtelfinale des DHB-Pokals präsentierte sich das Moos-Team ganz stark und verlor nur knapp mit 29:31. Mit dem HC Leipzig war der aktuelle Zweite der ersten Bundesliga zu Gast. Ja, und gegen diesen hochkarätigen Gegner wollte man einfach alles zeigen. Nach dem schnellen 1:3 waren es anfangs vor allem Manuela Britsch im Tor und Annika Busch, die ihr Team im Rennen hielten. Busch schloss mehrfach erfolgreich Tempo-Gegenstöße ab. 5:5, die Vipers waren auf Augenhöhe. In der Abwehr waren Cox und Co. von Beginn an hellwach, zeigten wenig Nachlässigkeiten. Nach dem zwischenzeitlichen 8:11 brachte Tessa Cox Bad Wildungen im zweiten Versuch auf 10:11 heran. Leipzig ist vor kurzem international ausgeschieden. Daher muss es für das Team von Orneburg im DHB-Pokal einfach weit gehen. Aber Bad Wildungen ließ den Klassenprimus aus dem Handball-Oberhaus einfach nicht wegziehen. Capitano Miranda Robben macht das 14:15. Kurz danach ging es in die Kabinen. Die Chance auf die Sensation war also auch in den zweiten 30 Minuten noch greifbar. Und bei Leipzig gab es einigen Redebedarf. Wer Carsten Moos während der Partie beobachtete, sah einen höchst engagierten und jederzeit motivierenden Vipers-Trainer. Nach 36 Minuten schaffte seine 7 den Ausgleich und ging danach gar mit 17:16 durch Busch in Führung. Extrem wichtig für die Kurstädterin war in dieser Phase Laura Vasilescu. Immer wieder brachte die Spielmacherin die Führung zurück und machte insgesamt 9 Tore. Bis zum 20:19. Dann brachte Nationalspielerin Augsburg den HC mit 20:21 in Front. In der Folge spielte sich Hollands Weltmeisterschaftsteilnehmerin Bond in den Mittelpunkt. Ihre Tore über rechts außen waren für das 22:25 verantwortlich. Aber noch immer wollten die Vipers nicht locker lassen. Annika Busch vollendete einen von unzähligen Tempo-Gegenstößen zum 25:26. Nun war Orneburg richtig sauer. Auszeit. Sollte es nach dem Internationalen auch das nationale Ausscheiden geben? Nach der Ansprache rief der mehrfache deutsche Meister und Pokalsieger seine individuelle Klasse ab und setzte sich auf 27:31 ab. Bad Wildungen kassierte viele sogenannte einfache Treffer aus dem Rückraum, während sich das Moos-Team jedes Tor erarbeiten musste. Sowas kostet Kraft. Momentan ist keine Rückraumrakete in den eigenen Reihen. Für mehr als noch 2 Vipers-Tore fehlte leider die Zeit. So hieß es am Ende 29:31 für den HC Leipzig. Trotz des Ausscheidens aus dem Pokalwettbewerb merkte man den Fans an, wie stolz sie auf ihr Team waren. Man ist wieder dran an der ersten Liga. Und das nicht nur nach dem Tabellenstand der zweiten Bundesliga. Ja, und die ein oder andere Leipzigerin fragte sich, was denn hier heute wohl fast passiert wäre.